Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Siedler 2 Gold. Ich bin's wie immer, euer Paddy, hier für euch live am Start. Und ja, wir haben zumindest schon mal unser nettes Wachstüblein eher fertig gekriegt, als der Gegner es hat. Sehe ich schon mal positiv, ne? Wir könnten jetzt quasi hier erstmal sperren, weil wir haben ja alles voller Gold, ne? Hier bin ich mir noch nicht sicher. Da werden wir es noch offen lassen. Können Sie die erstmal mit ausbilden. Ich werde aber auch erstmal speichern. Speichern. Da. So. Keine weiteren Steinbestände. Dann können wir das abreißen. Hier oben hatten wir jetzt einen neuen Steinbruch in Auftrag gegeben. Plus die Festung, die noch gebaut werden soll. Und das Lager ist auch fertig. Sehr gut. Aber warum haben die hier eigentlich schon... Achso, ein Gegner zur Hälfte im Visier. Okay. So, nächstes Militärgebäude ist besetzt. Sehr gut. Durch dieses Gebäude Land verloren. Ach, haben sie jetzt doch mal was besetzt. Naja, gut, das hat nicht lang gehalten. So, wie sieht's aus? Was können wir hier bauen? Was können wir nicht bauen? Da wir hier sowieso kein Schloss bauen können, bauen wir erstmal einen Katapult mit hin. Und hier kommen wir auch nicht mehr voran. Okay. Na, dann lasst uns hier nochmal einen Katapult mitbauen. So. Ich glaube sowieso, hier haben sie ja schon alles abgearbeitet, abgeerntet in der ganzen Zeit. Kommen wir aber zum Teil schon mal gut hier voran. Steinbruch ist jetzt auch fertig. Und die Eselzucht läuft super. Ich sehe schon hier, die ersten Packesel sind schon mit auf der Station. Sehr gut. So läuft das alles viel besser. Da können wir es jetzt auch sogar wagen, weil wir haben ja bestimmt immer noch eine Schweinezucht. Also Eselzüchter haben wir sowieso, aber Schweinezucht könnten wir nochmal machen. Ja, das wäre eigentlich gar keine schlechte Idee. Um noch ein bisschen Lebensmittel zu bekommen. Der läuft zu 54%. Da würde ich sagen, machen wir hier weiter oben. Der läuft zu 100%. Machen wir hier oben noch so eine Schweinezucht mit hin. Mit Fleischerei und Wasserzufuhr natürlich. Jawohl. Ja, zur Not mache ich hier nochmal eine Farm mit hin. Mag ich ja sowieso gerne. Ich glaube, da hatten wir von auch noch ein bisschen was übrig gehabt. So, wie sieht's aus? Können wir hier schon gut zielen? Ja, eigentlich ist er leer. Der ist jetzt voll. Dauert halt bloß ein bisschen, bis die jetzt... Ja, alle Katapulte stehen haben, weil wir haben jetzt drei Wachtürme hier. Das heißt, erstmal wegzukriegen. Ich glaube, hier oben haben wir nicht so viel Glück, wie wir es hier hatten. Ja gut, alles voller Gold, ne? Wie sieht es eigentlich aus? Konnten wir euch ein bisschen... bremsen. 309. Also es waren deutlich mal mehr gewesen. Wir steigen auch immer weiter auf. Aber bei den Roten will ich nach wie vor erstmal nichts riskieren. Auch wenn wir uns das schön freigearbeitet haben. Wie sieht es eigentlich hier hinten aus? Ah, sehr schön. Die Festung, die steht. Da können wir jetzt hier gleich das Gold mitbauen.
also die Goldbergwerke, und gleich nochmal erkunden, was wir da noch alles so haben. Wenn der Soldat jetzt demnächst auftauchen sollte. Da wäre jetzt schon viel... Da, da sind sie schon. Oh, volle Mannschaft. Nicht, dass die hier oben schon rumgebandelt sind, ne? Mal schauen. Da können wir die auch gleich mit ausbilden lassen. Gold haben wir ja sowieso noch ein bisschen übrig. Kann ja nicht schaden. Weil wenn das weiterhin so gut läuft, dass ich mehr Gold ne produzieren kann und die hier weiter runterhauen kann, können wir es nochmal wagen. So, die ganze Mannschaft kommt schon. Ne, die bilden wir alle aus. Da sind wir nicht so, da sind wir nicht so. Wie viel Gold haben wir jetzt eigentlich schon? Zack. 31 Goldmützen haben wir zum Beispiel da. 26. 31 von den normalen Soldaten, die noch nicht ausgebildet worden sind. Ah, also wir konnten auf jeden Fall schon mal ein bisschen aufbauen. Und wenn wir hier jetzt noch mehr Gold finden, was ich sowieso vorhatte, nochmal zu schauen... Können wir da noch mal ein bisschen schauen, ob wir noch mehr Goldquellen dort haben. So, weil wir haben... Hier haben wir Gold. Natürlich, das andere ist jetzt nur zu kleinen Maßen da. Okay. Was wir auch machen wollen, ist hier weiter vorangehen. So. Wie sieht's aus? Was haben wir hier? Ich möchte nochmal speichern, nochmal ganz kurz. Da. So, Militärgebäude wurde besetzt. Zufälligerweise gerade ein Goldbergwerk, was alle geworden ist. Hoch, Mensch. Granit wurde gefunden. Granit ist zwar nicht so mein Favorit. Außer vor allem, wenn es in so wenigen Mengen vorhanden ist. Ich hoffe doch nicht, dass das... Nee, das war Gold. Das war definitiv Gold. Nee, alles gut, alles gut. So. Wie sieht's eigentlich hier aus? Hier brennt wieder was, aber immer noch nicht das, was brennen soll. Immer noch alle Produktionsstätten in voller Montur am Arbeiten. Aber ich sage jetzt mal, auch nicht in der Überproduktion. Die sind jetzt auch nicht übervoll. Jetzt würde ich mir überlegen, ob ich zwei Eisenschmelzen und Schmieden baue. Wir könnten ja... Das sieht mir stark nach Granit aus. Das ist auf jeden Fall Granit. Granit und das andere Gold. Granit, Granit. Ja, das ist auch Granit. Das ist alles Granit. Wo bleiben die Baumaterialien? Hier können wir jetzt auch sperren. Dauert jetzt schon wieder ein bisschen länger, bis das Zeug hinten ist. Ja, hier immer noch alles ruhig. Ah, hier haben wir das nächste Katapult. Ah, das ist aber leer.
Jawohl. Gold gefunden. Also hier die massenhaft an Granit. Ja, das kleine Fitzel Gold, was ihr hier habt, das bringt mir nicht wirklich weiter. Sucht mal hier nochmal mit weiter. Das wäre wirklich interessant. So, hier wird weiterhin fleißig gearbeitet. Also gut, dass wir auch hier alles so leer gekriegt haben. Hier, das Kohlebergwerk können wir auch noch mit verbrauchen. Oder wir lassen es erstmal noch. Da bauen wir lieber hinten weiter. Weil das sieht mir schon wieder aus, als wollen sie wieder was versuchen. Aber die haben hier so viele Teile. Ich verstehe es nicht. Naja. Ich will erstmal noch nichts riskieren. Könnt ihr mal hier schauen, ob ihr vielleicht noch mehr seht? Ich würde gern mehr Einblicke bekommen. Ah, hier haben wir ein gutes Goldbergwerk. Das bauen wir mit an. Ihr seht ja auch schon den Unterschied, ne? Hier fängt es jetzt wieder langsam an, weiß zu werden mit den Granitbergwerken. Aber es ist vielleicht gar nicht so verkehrt, weil wir haben hier wirklich zu wenig Steine. Und wenn wir die alle niederschießen wollen, mit den Steinen, dann nützen die Granitbergwerke doch einiges. So, wie sieht's eigentlich aus? Militärmäßig haben wir jetzt schon mal 10 in der Überproduktion plus... Wie viele Münzen waren das? 21. Okay. Da kann man doch gut arbeiten mit. Wie sieht's aus? Hier können sie noch ausgebildet werden, aber da fehlen erstmal die Münzen. Ich glaube, die wurden jetzt erstmal mit hier reingebracht. Hier haben wir jetzt alles gesperrt. Kann ja noch etwas dauern. Wie gesagt, ich möchte erstmal bloß mehr Einblick hier reinbekommen. Ob wir hier vielleicht schon irgendwas erkennen können. Ist der Soldat eigentlich schon oft in der Nähe? Ah, und hier kommen schon die Goldmünzen. Soldat, wo bist du? Hier läuft er schon. Also der nächste Soldat ist schon auf dem Weg. Aber wir sperren das hier hinten erstmal. Ich will ja jetzt keine unnötigen Münzen verschwenden. Auf jeden Fall haben sie genug Granitbergwerke. Da haben sie wirklich einiges von. Hauptsache, ihr beliefert erstmal das Schloss. Also da bringen sie jetzt ja wirklich einige Goldmünzen an. Was ist denn hier los? Warum kommt denn hier keine Materialien durch? Sind ja jetzt hier nicht irgendwie gesperrt von den anderen. Seltsam. Uns fehlen derzeit wirklich die Baumaterialien. Jetzt kommt mal ein Stein wieder mit nach oben. Also abgeschnitten ist der Weg ja nicht. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wie war denn das? Baustellenmäßig wäre es eigentlich voll. Wer weiß, wo das Material noch hängt. Auf jeden Fall müsste es ja bald fertig werden. Solange es aber erstmal hiermit vorangeht, ist das schon mal ganz positiv. Kommt unser Soldat. Und die Goldmünzen sind schon da gelandet.
Ah, weil wir hier unten noch eine Baustelle mit haben. Aber warum die erstmal nicht das eine fertig machen? Naja. So, was haben wir Neues? Kohlewunden. Ja, hier oben. Sehe ich schon. Ansonsten ist hier alles voller Granit. So, es geht weiter. Richtung hier. Weitere Baracke. Aber auch die ganze Zeit, dass der Gegner in der Nähe ist. Na gut, wir schlängeln uns quasi an denen rum. Aber ich habe wirklich das Gefühl, das geht hier... Ja, der ist wie so eingebunden, dieses Teil. Ah, jetzt geht's hier wenigstens wieder voran. Katapulte werden fertig. Müssen wir bloß noch die Steine richtig bringen können. Warum wurde das hier eigentlich nicht zu Ende gemacht? Wenn hier immer noch was ist, dann nutzen wir das natürlich mit. Okay, hier muss jetzt bloß noch besetzt werden, dann könnten wir hier eigentlich einiges mitjagen. Ah, okay. In der Zeit bauen wir weiter unsere Truppen auf. Weil wir haben ja wirklich einiges aufzuholen, obwohl das geht jetzt relativ schnell, ne? Wahrscheinlich wird dann ein Kampf gar nicht so verkehrt sein. Wenn es dann wirklich drauf ankommt. Aber da will ich momentan mich noch nicht festlegen. Ich will da wirklich erstmal mehrere Einheiten bauen. Beziehungsweise mit goldenen versehen, wie wir es hier haben. Und solange die diese Wachstube hier nicht fertig kriegen, ist ja eigentlich alles ganz gut, ne? Steine müssen jetzt auch gleich wieder kommen. Wie gesagt, das wäre ja albern, wenn wir dieses Steinstückchen hier ignorieren. Tja. Hier haben sie jetzt einen neuen Turm gebaut, aber im Endeffekt bringt er den auch herzlich wenig. Naja, naja. Was ist eigentlich hier los? Kohlebergwerk zu Ende. Brauchen sie nicht mehr. Wird es abgerissen. Hier haben wir noch Eisenbergwerke. Eigentlich alle zu 100% arbeiten, wenn sie Nahrung kriegen. Hier, die kommt auch nicht mehr so wirklich raus. Also können wir das auch abreißen. Das können wir auch abreißen. Das neue Eisenbergwerk haben wir ja schon drauf gemacht. Dann machen wir hier noch die nächsten Kohlebergwerke mit hin. Jawohl. Wie sieht's aus mit Steine? Kommt die jetzt regelmäßig? Naja, sie tun, was sie können, ne? Da würde ich aber auch sagen, lasst uns die mal noch ein Stück weiter höher machen. Gold kann noch ein bisschen warten. Wir wollen sowieso erstmal gucken, was hier oben ist. Da schicke ich gleich nochmal einen Erkunder mit hin. Ja, das hätte ich nicht gedacht, dass wir hier so gut reinkommen. In die goldene Mitte. So, der hat immer noch... Na gut, jetzt ist er schon ein bisschen runtergegangen. Also, da fehlt noch ein bisschen Eisen. Ansonsten, wie gesagt, ist noch alles friedlich. Ah, die nächsten Steine kommen. Sehr schön. Vielleicht machen sie ja mal wieder Schichtwechsel. Können wir das gut nutzen.
Jawohl. Ein weiteres Kohlebergwerk verbraucht. Sagte mal, das geht ja jetzt ratzfatz hier. Da können wir bald die Granitbergwerke hier mit besetzen. Bauen wir hier kiloweise Stein erstmal ab. Weil ich glaube, die kommen mittlerweile erstmal gar nicht mehr hinterher mit den ganzen Steinen hier. Wissen gar nicht, wohin damit. So. Der kann jetzt wieder in die Ecke schießen. Klappt das auch? Eigentlich müsste es ja, weil so weit ist er nicht entfernt. Ansonsten hat er hier noch einen. Naja. Wir werden es merken, wenn er vollgepackt wird. Nee. Dahinter wird geschossen, genau. Kommen schon die nächsten Steine an. Jetzt macht sich das langsam bemerkbar, dass wir ihn wieder umgestellt haben. Umso mehr Soldaten verschwendet auch unser Gegner hier. Irgendwann wird er wirklich keine Goldene mehr haben, sondern nur noch die Schwachen. Und dann können wir unsere Zeit wirklich nutzen, da richtig durchzugreifen. Momentan produziert aber auch kein Gold, habe ich das Gefühl, oder? Wie sieht es eigentlich aus? Goldmünzen scheint aber trotzdem noch da zu sein. Also da ist jetzt nicht, dass es nichts vorangeht bei denen. Na gut, schade. Da hätte ich mir wirklich gehofft, dass da nichts passiert, aber nee. Ja, hier geht es immer noch weiter Richtung hoch. Aber immer noch keine Einbuchtung zu sehen. Wir bleiben trotzdem dran. Und wenn wir hier alles absuchen, um hier irgendwie noch auf einer anderen Seite mit reinzukommen, werden schon was finden. So, was haben wir hier noch alles? Naja, gut, okay. Wie gesagt, ich will hier nicht den direkten Kampf wagen, weil das könnte zu meinem Nachteil werden. Auch wenn wir hier viele, viele Goldene haben. Aber die werden nicht ausreichen. Bleibt denn der Soldat? Da, da kommt er schon. Ja, meine Freunde, aber ich sehe auch schon wieder die Zeit, die ist schon wieder um. Auch wenn ich hier gerne jetzt mal gucken würde, warum jetzt hier gerade zwei reinkommen. Ist hier jetzt wirklich der Gegner der Nähe? Werden wir jetzt hier rumkommen? Ich glaube eher nicht. Naja, meine Freunde, ich verabschiede mich schon mal. Ich sage schon mal bis zum nächsten Mal. Euer Paddy und ciao.